So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources. Ich bin der Zoobarock und die sind fleißig am Baum wie die Großartigen. Jetzt haben wir natürlich, Wohnungen sind da, so. Das ist da, Schule wird gebaut, das wird gebaut, nee, Schule wird nicht gebaut, weil kein Fußweg da drin sind. Den werden wir mal hinbauen, und zwar Fußwege. Den ziehen wir mal, das ist jetzt kein Fußweg, ach du Himmel. Das ist jetzt Pané, ne? Ich werde ein bisschen... Wir können so ein bisschen... So. Und dann ziehen wir mal hier durch, ne? So, dahin. Dahin. Von mir usch. Kindergarten. Ja, der muss hier auch raus, ne? So oder so. So. Einkaufsmöglichkeit. Warte mal. Halt. Was war das denn jetzt? Was war das denn? Ja, man kann es hören, ne? Hier wird fleißig gebaut. Und wir müssen ja hier rüber auf die andere Seite. Irgendwie müssen wir da auch hin. So, hier muss auf jeden Fall. Wenn das denn geht. Ja, das geht. So, wir müssen, wie gesagt, an den Bahnhof ran. Das funkt. Hier müssen wir einmal durch. Das geht auch. Das ziehen wir mal hier so ein bisschen raus. Das ist okay. Den werden wir mal hier so runterziehen. Bis Dorhi. Halt. Jetzt passt es nicht, ne? Nochmal. Ah doch, bist du. Komisch. Na gut. Es geht aber. Ne, ist vielleicht ein bisschen dicht dran. Hier für die Kneipe, ne? Oh, was ist denn das jetzt? Na? Doch, es geht, ne? Es geht gerade eben so. So, das möchten wir gerne. Wir möchten gerne darüber. Das möchten wir super gerne. Betonbrücke oder eine Stahlbrücke. Wir nehmen die Betonbrücke. Haben wir da was anderes da? Pergola. Ach, Pergola haben wir auch noch. Die haben wir noch gar nicht gebaut. Wir wollen noch mal eine kleine Pergola haben. So, und zwar Straße. Einmal. Können wir hier ran? Ja, ne? So. Hier drüben. Passt auch. Das können wir ein bisschen drehen, ne? Mal so. So, das haut in. Ach, können wir noch verlängern. Guck mal hier. Ach du Himmel. Ja, bis hier. Also, hör mal. man könnte das auch so machen. Nee, aber wir wollen da noch irgendwie Sportplätze hinbauen, ne? Machen wir so. Sagen wir hier weiter, ne? Weiterführend. Na, da kommen wir nicht rum. Die müssen wir auch noch verkabeln, die Jungs hier, ne? So ein bisschen hier in der Mitte. Da so hin. Warte. Warte, warte, warte. Ach, komm her. So. So geht das. So. Nein, dahin. Einmal hier so durch. So, das klappt. Und jetzt wollen wir den mal rausziehen. So. Bis dahin. Bau beendet. Ah, hier siehst du, der Knast ist fertig. Guck mal an, du. Hält sich ja nicht aus. So. Kommen wir hier auch ran? So, ne? Schön. Das ist großartig. Ich mache mal kurz auf Pause. Dass uns das jetzt nicht wegrennt. Dass wir hier in aller Ruhe das fertig bauen können. Das ist alles dran. Hier müssen wir nochmal einen Fußweg rausziehen. Den können wir ruhig hier hinten mal durchziehen, ne? Hinten mal rum. So. Da müssen wir ran. Vorne ist ein Ausgang. Mal, wir brauchen den ja gar nicht rausziehen. Aber ich will den nochmal gerne dahin haben. So. Ja, Mensch, hör mal. So. Neubaugebiet. Wir müssen leider mal die Straße asphaltieren. Das werden wir mal fix mal machen. Das werden wir schnell mal fix machen. Lampe haben wir auch noch nicht, ne? Bau mit Rubel bezahlen. Und zwar wo? Das. Warte mal. Das. Bisschen schief, ne? So besser. Und das. Ne, warte. So, ne? Hier oben. Das auch nochmal. So. Wie hot? Hab ich da was vergessen?
Halt. So, jetzt aber. Ne, warte, hier fehlt noch was. Das fehlt noch. Das ist fertig, ne? Hier ist noch irgendwas? Nee. Gut. Das kann fertig gebaut werden. So, der Knast ist fertig. Er glimmert, hielt wie ganz, ganz dolle. Ganz dolle glimmert er. Ja. Ha. So, sind da schon Leute drin? Höchstwahrscheinlich nicht, ne? Warte, wir kriegen Knistis da rein. Das Gebäude hat kein Trinkwasser. Und hat keinen Strom. Auch das nicht. Ich wusste gar nicht, kann man denn die... Ich muss da auch noch Waren reinhaben, ne? Ich kaufe die noch ein, das geht noch. Okay, das ist noch okay. Regierungsloyalität, was haben wir denn hier? 75%. Wir müssen mal hoch auf 60, ne? Wir gehen mal auf 55, so maximal. Jetzt müssen wir noch Waren hinhaben, natürlich. Und wir müssen Wasser und Strom dahin bekommen. Ew. Kumpel, du, das ist aber doof gelaufen mit Strom hier, du. Das muss ich echt mal sagen. Apropos, wo haben wir den Strom hier? Strömsche. Da ist Fettstrom, aber hier ist auch irgendwie Strom, ne? Was ist das hier? Da ist was Kleines. Ne, warte mal. Was ist denn das jetzt hier? Das ist ein kleiner Verteiler, ne? Das ist ein großer. Ich will da eigentlich gar nicht ran. Weil dann machen wir da nachher noch mehr. Ja, ne? Noch mehr Ärger, als was wir. Wo haben wir denn die dicken Leitungen hier? Mal gucken. Da ist noch eine fette Leitung. Kriegen wir die da oben irgendwie raus? Kriegen wir die da irgendwie durch? Die fette Leitung irgendwie da hinten hin. Das wäre ganz cool. Was wir haben? Was ist das denn hier? Das ist der Zoo. Wir hätten das mehr bauen, weiß ich jetzt gar nicht, ob wir das machen wollen. Aber wir brauchen irgendwie Strom hier hoch. Strömchen brauchen wir hier hoch. Und zwar richtig dick. Was ist das hier? Das ist die geothermale Anlage. Die läuft auch großartig. Bei 15 Grad ist nämlich Feierabend. Oktober wird schon wieder. Das ist ja nicht so. Das ist ja, ne? Zwei sind schon drin. Das sind bestimmt die Architekten. Ja, genau. Ich glaube schon. Ich glaube, das sind die Architekten. Die beiden. Wie lange habt ihr denn hier Einsatzzeit? 1,6 Jahre. Und der andere 4,6 Jahre. Ist schon was Schweres. Aber Uni-Ausbildung haben sie, ne? Also das ist mit Mützen alles. Alles dumm und dran. Ja, pass mal auf. Wir lassen erstmal hier den da, ne? Den nitzen wir mal. Den hier, den nitzen wir mal hier oben. Und, wo haben wir denn sonst noch Strom? Das ist die große Frage. Haben wir hier hinten? Hier haben wir gar nichts gebaut, ne? Hier haben wir oben keinen Strom. Also wir werden mal Strom hier oben hinbauen. So, wir ziehen das ein bisschen her. So, da so ein bisschen Strömchen hin. Ein bisschen Straße hin. Da reicht auch diese Modderweg-Geschichte, ne? Ja. Dahin, zack, das langt. So. Jetzt bräuchten wir noch ein bisschen Kabel. Und zwar das dicke unterirdische. Jetzt muss ich mal gucken, wo haben wir es denn hier? Da ist eins. Kriege ich das da raus? Höchstwahrscheinlich nicht, ne? Kriege ich so nicht hin. Gut. Weil. In meinen Keller. So. Dahin. Bis nach dahin. So. Siehst du wohl. Ach, das wird gleich gebaut. Oh, warte. Wird das alles gebaut, was wir gemacht haben? Was haben wir gemacht? Das Gebäude hat keinen Strom. Es ist gleich soweit. Gleich hat er Strom. nochmal auf Pause machen. Wir brauchen hier nochmal einen Transformator. So einen Jungen hier. Alter, guck dir mal, wie viel Verbindung der hat. Wow. Das ist schon heavy. Aber den brauchen wir auf jeden Fall hierher. Das nützt nichts. Wir müssen Strom gleich bauen. So, von mir ist gleich ein Käbelchen daran. So. Fertig. So, dann ist hier wesentlich schon mal Strom. Wasser fehlt uns jetzt noch. Wie ist denn das mit Abwasser? Was ist das hier? Das ist ein Abwassertank, ne? Da kommen wir hin. Das ist groß. Ja, guck mal hier. Wasser, ne? Wasser haben wir hier tonnenweise, aber nicht da oben hin. Großartig. Kommt nicht ganz dahin. Wir sind ein Mühe zu weit hochgebaut. Da haben wir eine ganz kleine Idee zu weit hochgebaut. Ganz furchtbar. Was macht man da? Ich meine, wir haben hier noch eine Pumpe, ne?
Wir haben, glaube ich, noch, haben wir noch einen Ausgang mehr? Mal schauen. Nee, wir haben nur den einen Ausgang, ne? Ne, warte mal, den muss ich nehmen. Da. Ach, hier, guck mal, da ist noch eine mehr. Hör mal. Hör mal. Dü. Den nutzen wir doch auch mal. Den können wir theoretisch da nochmal nutzen. Wir können den hier rausnehmen und hier hoch mal ziehen. Machen wir hier nochmal eine Pumpe hin, eine große. Eine große Pumpe. Wir nutzen hier nochmal eine große Pumpe. Ist nicht verkehrt. Dann nochmal ein Wasserturm. Den möchte ich gerne haben. Und zwar, da ist ein Fußweg dran. Von mir ist hier oben nochmal hin. So. Wasserturm, wie gesagt, zum Wasserspeicher, ne? Dass der Wasserspeicher da ist. Und dann haben wir einen Wasseranschluss hier. Den werden wir mal hier mal hinbauen. Von mir aus können wir noch da hinbauen. Das ist mir ziemlich Bonanza. Da geht's doch, ne? Bauen wir da mal da hin. Und vor allen Dingen, das Wasser läuft da alleine ab. So, wenn ich ein kleines Wasserrohr nehme, das läuft da alleine hin. Ne? Das geht. Jetzt haben wir ein mittleres Rohr. Ich würde sagen, wir nehmen mittleres Rohr, ne? So, mittleres Röhrchen und zwar die, das mittlere. So, das haben wir. Jetzt müssen wir ein dickes Rohr haben. Hier von da kriege ich das da hin. Schade. 9 Meter tief. Bis dahin. So, das haben wir auch. Ja, dann ist das schon mal fertig, ne? Dann ist auch Wasser da. Wenn das denn gebaut ist. Das geht ja ratzfatz. So. Pumpe pumpt, Wasser läuft rein. Und wir haben... War ja kein Strom? Was? Doch, Strom hat das. Alles klar. Alles da. Wunderbar. Jetzt müssen wir nochmal sehen, dass wir... Wo haben wir einen Verteiler? Wer ist denn hier am Verteilen? Verteiler Versorgung. Welcher ist denn? Das ist der hier. Talbing Verteilerbüro. Das sind die hier. Die Lebensmittel ranschaffen. Talbing Laderampe. Da ist es. Und dein Einkaufszentrum Fleisch hast du nicht gesehen. Genau. Die nehmen wir nochmal dazu. Hier, Knast, ne? Beliefern wir den Knast auch noch, bitte. Genau, 30%. Großartige Sache. So. Hier wird weiter gebaut. Das ist auch gut so. Wir könnten vielleicht noch ein bisschen helfen, ne? So. Das ist alles Bauamt-mäßig. Wir können das mal alles anklicken. Dann kommen die Helis aber wieder hier runter, ne? Das wollen wir eigentlich gar nicht. Ne, das wollen wir gar nicht. Das ist schon okay so. Das lasse ich mal machen. Ne? Da sind die Jungs hier unten mit dem Gange. Was machen die denn hier? Gar nichts? Jungs? Apropos. Wieso haben wir hier eine neue Stadt? Das hier will ich gar nicht haben. Das will ich, glaube ich, wollte mir nochmal da mit dem Stadtgebiet mich hier oben. Muss ich mal anklicken. Dann nimmt das alles mit, ne? Hier unten kann er nicht mitnehmen. Müssen wir nochmal eine kleine Stadt bauen. Oh, was ist das hier? Krankenwagen nicht eingetroffen. Was ist mit dem? Jetzt ist er da. Wieso Krankenwagen ist nicht eingetroffen? Was ist denn hier los? Habt ihr noch Platz ohne Ende? Also hör mal zu, was ist denn los hier? Ihr könnt überall hinkommen. Wir haben genug Fahrzeuge. 5 Stück an der Zahl. Na gut, wir bauen hier noch ein neues, ne? Wir bauen hier noch ein frisches Krankenhaus sozusagen. Das ist schon gut so. So, Zufriedenheit. 93%. Was? Kind gestorben, ins Gefängnis gekommen. Ja, das ist euer eigenes Ding. Da kann ich nichts mehr machen. 93%. Da müssen wir ein bisschen gegensteuern, ne? Ein bisschen gegensteuern. Wie sieht's denn hier aus? Ja, Happiness, ne? Läuft. Das läuft. Kulturgenuss geht nach oben. Regierungsloyalität geht nach oben, ne? Das haben wir auf 0 gestellt. Und das geht auch nach unten. Großartig. Krankenhaus. Schon wieder nicht angetroffen? Der gleiche. Warum denn nicht? Nee, das ist ein anderer. Haben wir zu wenig Krankenwagen? Ich muss mal gucken. Oh ja, die sind alle unterwegs, ne? Die sind alle unterwegs, du Freunde der Sonne.
Wo ist das? Hier, was haben wir hier denn? Polizeirevier? Feuerwache? Krankenhaus? Wollen wir das mal gucken hier. Die sind auch alle unterwegs. Alle Autos sind unterwegs, doch. Du Himmel. Himmel! Ja, wie gesagt, wenn wir den fertig haben hier oben. Das werden aber auch nicht viele sein, ne? Das ist ein kleines Krankenhaus. Ich will erstmal kurz, bevor wir hier, pass mal auf. Erstelle neue Stadtgebiete. Zwar hier oben. Zack. So. Talblick heißt es, ne? Talblick. Talblick West. So. Jo, passt doch. Dann haben wir ein neues Stadtgebiet. Großartig. So schön. So. Wie groß war das Krankenhaus? Ich muss mal kurz schauen. Das ist das hier, ne? Das kleine. Das 90er, ne? Das war das 90er, oder? War das, ne? Ich glaube, das war das hier. Wie viele Fahrzeuge haben wir denn da? 8 Leute. Für Fahrzeuge. 8 Personen. 8 Autos. Mensch, was redest du denn da? So. Gut, jetzt haben wir hier drinne 16 Leute. Und genug Leute sind drinne. Schneehals. Warst du schon da? Hallo und herzlich willkommen. Schönes Reinschauen. Ich weiß gar nicht, ob du schon da warst. Ich weiß gar nicht. Wie voll ist das Gefängnis? Voll. Voll. Das ist voll. Ja, jetzt geht's wieder, ne? 2,6 von 2,10. So, das ist jetzt, wir haben jetzt ein bisschen abgenommen, weil wir haben ein zweites gebaut und zwar was richtig Großes hier. Ne? Da passen 375 Leute rein. Und, jo, ne, wollen wir mal gucken, wie lange das funktioniert. Ne, schauen. So. 3% Arbeitslosigkeit, weil wir bauen ja, wir arbeiten ja, wie groß, ne? So, warte, jetzt muss ich noch die ganzen Gebäude umbauen. Ach, die habe ich vergessen umzuklicken. Und zwar, das muss raus. Das muss raus. Das muss raus. Das muss raus. Und hier auch, ne? So, Gebäude bekommen ist aus. Das muss aber, das hier muss als erstes fertig, ne? Was haben wir hier? Die Kneipe, der Kindergarten. Hohe Priorität, die Schule natürlich auch. Shopping Mall muss fertig. Das muss auch fertig, das Krankenhaus. Eine Feuerwache haben wir hier oben, eine große. Wir bräuchten vielleicht eventuell hier noch eine Feuerwache mehr, oder? Hier haben wir eine richtig fette. Wir bräuchten vielleicht hier noch eine Feuerwache mehr. Ist ja nicht verkehrt, oder? Haben wir hier eine Feuerwache? Das müssen wir erstmal checken. Feuerwache. Feuerwehr. Da ist eine Feuerwehr. Wo ist hier eine Feuerwehr? Wir haben hier oben nur eine große Feuerwache. Das war's. Hier unten haben wir eine. Hier unten natürlich ist hier auch eine. Oh, das zweite Gebäude ist fertig. Schön. Haben wir hier eine Feuerwache? Hier ist eine. Werkdorf, da oben ist noch eine. Hier haben wir eine. Und da ist noch eine. Oh, wir haben zwei hier sogar. Das ist eine ganze Menge. Das ist aber gut. Hier fehlt eine. Hier müssen wir noch brauchen noch eine Feuerwache mehr. Das nützt ahns nichts. Oh, das wollte ich jetzt nicht, aber hier, ne? Feuerwehr. Feuerwache. Und zwar. Dumm, die dumm. 4 Leute, 8 Leute. 2, 2, 2, 5. Die hier, ne? Wir nehmen doch eine große. Wir brauchen eine große Feuerwache. Das auf jeden Fall, falls es hier brennt. Ach Gottchen, die ist aber wieder so riesig groß, ne? Hier darf sie nicht hin. Da muss der... Hier wird sie hinpassen. Das Problem ist, jetzt haben wir aber keinen Platz mehr für Hotels, ne? Wir wollten ja eigentlich noch ein Hotel hier hinbauen. 8 Wagen. Warte mal, was haben wir hier? 8 Wagen? 4 Wagen lang auch. Das ich finde auch. Ja, ich denke, ja, 4 Wagen das lang, ne? Die Feuerwache. Kommen die da oben hingelatscht? Oh ja, das tun sie. Die nehmen wir doch. Die nehmen wir hier die Feuerwache hin. Gut. Jetzt brauchen wir noch ein Lager. Und zwar Frostfleischlagerung. 75 Tonnen. Das ist schön. Das nehmen wir. So, und zwar hier hinten rein, ne? Hier passt es wunderschön hin. Weil hier haben wir noch eine Straße. Wieso haben wir hier noch eine Straße eigentlich? Fällt mir gerade auf. Die ist doch eigentlich für nichts hier, oder? So. Die ziehen wir aber mit dicht an der Gleise lang, wa?
Dann haben wir jetzt die Möglichkeit, so, da ranzukommen. Dann machen wir es so rum. Die asphaltieren wir auch gleich nochmal. Apropos asphaltieren, haben wir eigentlich eine Serviceabteilung hier? Die hier, ne? Machen wir denn unsere Schneeschieber? Das ist die große Frage. Die haben wir, glaube ich, noch gar nicht hier unten, ne? Die müssten wir hier oben mal mit hinbauen. Hier ist nochmal ein fetter Kindergarten. Müllcontainer sind überfüllt. Gesundheitsrisiko. Ach du Himmel. Das Gericht. Das hat auch noch keine Mülltonne. Da müssen wir auch nochmal Müll machen. Wir kommen hier zu nichts anderes. Wir haben hier so viel Stress. So. Hier nochmal. Ne? So. Ach, jetzt fällt mir gerade auf. Ich baue ja gerade die ganze Zeit, ne? Ach, mach das mal aus, Mensch. Hör mal. So, wir brauchen den Verein, ne? Nee, wo war das? Hier war es, ne? Die technische Dienstleistung. Hm, passt da nicht hin. Technische, 15 Auto, 8 Auto. Die passen auch nicht hin. Ach, du großer Gott, die passen gar nicht hin. Die passt da gar nicht hin. Och, du Himmel. Aber hier oben passt sie hin, ne? Die technische. Die können wir theoretisch auch hier oben rausbauen. Dann können wir ruhig die fette nehmen, ne? Die Busse. Wo sind die 8? Die 15, die hier, ne? Die technische Dienstleistung. So. Hier dicht an der Straße ran. Ich weiß nicht, ob die Strom hat. Kriegen wir denn zu sehen, wenn es soweit ist, ne? Ich würde fast sagen. So, zack. Da kommt sie hin. So, ein bisschen Straße brauchen wir natürlich noch hier. Die ziehen wir mal hier rüber. So, ein bisschen hier raus. Verbinden wir das mal. Ich weiß gar nicht, ob wir da vorne runterkommen. Ich glaube nicht. Nee, kommen wir nicht runter. Was hätten wir die eine Stadt mit der anderen ein bisschen verbinden können, ne? Hätte, hätte. Na gut, was nicht ist, ist nicht. So, er kommt noch wieder reingerollt hier. Ein bisschen Geld verdienen, ne? Wir haben auch richtig Geld verloren. Freund der Sonne. Aber so viel haben wir ja gar nicht gebaut, oder? Nee, glaube ich nicht, ne? So schlimm war es doch gar nicht. So gut. Die sind auf jeden Fall am Rackern. Oh, das ist hier die Feuerwache. Ja, die haben wir auch gerade gebaut, ne? Ja, ich Ochse. Ich bin Ochse, ich weiß. Ach, Himmel. Fahrzeuge. Wir brauchen... Oh, was haben wir hier denn? Was haben wir hier? Wert. 26, 23. Ich meine, der ist schön, ne? Der IFA. Der IFA. W50. Komm, den nehmen wir trotzdem. Den nehmen wir trotzdem. Ich finde ihn cool. Haben wir beim Westen noch irgendwas? Oh, guck mal. USA. 39. Nordiger Tankauflieger. Nee, wir nehmen die hier. Und zwar, den haben wir, brauchen wir und den nehmen wir noch den da. So, die haben wir. Feuerwache ist belegt. Ist schon mal fertig. Was war das hier? Das Einkaufszentrum, warte mal, das ist auch hohe Priorität, haben wir gesetzt. Gut. Ja, dann lass mal bauen, ne? Dann macht das mal fertig, Jungs, ne? Damit mir was passiert. Wir wollen ja was sehen. Ein Gebäude brennt. Ein Kindergarten brennt. Wer spielt denn da wieder mit Feuer? Wer wisst, ist doch richtig zu fassen, doch. Ja, ein kleines Kindergärtchen, ne? Was ganz Kleines. Lass mal gucken, wo die Feuerwehr ist. Wir haben ja noch keine Autos, ne? Wir haben ja noch keine Privatpersonen. Das fällt mir auch gerade auf. Warum haben wir eigentlich, das ist natürlich jetzt doof, für Bürger, Busbahnhof, Parkplätze. Es gibt was Neues, ne? Ne, gab's nicht. Sind ja gar nicht dabei. Wann kommen die? Es gibt, ist ja was Neues angekündigt worden, dass Garagen kommen, ne? Garagen. 4. Parkplätze für Auto. 1. Was ist denn das? Da muss ich mal gucken, was ist denn das hier? Nein, wie niedlich. Da könntest du ja theoretisch, ne, die nebeneinander setzen. Medium-Garage, Large-Garage, wie vier Autos? Alter, guck das mal an hier. Kleine Garagen. Ja, auch niedlich, ne? Aber wir bräuchten ja gerne sowas hier, ne? Mittel, Parkplatz groß. Verkehrsoptimiert. Die sind schön. Ne, wir bräuchten hier unbedingt... noch, denn überall noch, ja, Parkplätze rein und das wird echt schwierig. Schwierig. Oder auch, das würde, na doch, wir würden das hier reingepresst kriegen, ne? Das würde funktionieren. Also wir sollten nicht mehr bauen, als was nötig. Wie weit ist das Hotel hier denn? Wie voll ist das? Ach, das ist ja noch massig Platz.
Himmel. Da passt ja noch, alter Freund, da passt ja noch. Aber wir haben gerade so ein bisschen Pandemie-Geschichte, ne? Der Flieger ist zurück. 10 Touristen. 10! Ist das gerade so schlimm mit uns? Wir müssen mal kurz mal gucken hier, warte mal. Was denn hier los? Hier, 6,6 Reisebewertung. Hör mal, besser geht's gar nicht. Aber wir haben, glaube ich, eine Pandemie, glaube ich, ne? Pandemie? Warte mal, aktuellen Monat? Letzten Monat hatten wir... Ja, das ist zu wenig, ne? Viel zu wenig. Eingereiste Touristen 90. Reisebewertung 3,2. Waren wir so schlecht? Was ist denn da passiert? Irgendwas ist da ja passiert, ne? Letzten Monat. Ich weiß gar nicht, was da los gewesen ist. Wie sieht es denn aus temperaturmäßig? Minus 10 Grad. Es ist eiskalt. So. Und die stehen hier. Wir fliegen hier und warten, dass der vollgetankt wäre, der Knecht hier. Hau rein, Mann. Hau rein. So, ist hier ein Stau? Nee, ne? Nein, alles gut. Alles gut. Hier bei uns läuft es. Ich mache nochmal das Overlay aus hier. Zup. So. So, der Rest läuft, ne? Die wird noch gebaut. Hier natürlich auch. Großartig. Oh, die ersten Fördertürme sind fertig. Wunderbar. Was ist hier? Das ist auch nicht schlecht. Die ersten Schienen sind schon fast fertig. Ja, hör mal. Siehst du mal. Dann können wir auch mal zusehen. Ich weiß gar nicht. Wir bräuchten ja... Einen Zugverteiler haben wir hier unten. Wir haben einen zweiten mehr. Hier ist noch einer mehr. Hier ist noch ein zweiter mehr. Den brauchen wir ja später. Wie gesagt, den hier, den werden wir aus... Ich weiß gar nicht... keine Ahnung, wie viele Waggons wir denn wirklich jetzt reinbauen können. Hier ist eine ganze Masse drin. Also wir haben ja noch Platz ohne Ende. Also ich weiß nicht... Ich habe keine Ahnung, wie viel da reinpasst in den großen Dingern hier. Ich habe da keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, wie ist das mit dem Müll? Leute, mit dem Müll läuft jetzt richtig gut hier. Hier ist ja nichts drin. Warte mal, ist da eigentlich ein Zug, der hier hin und her eiert? Ich hoffe mal nicht, oder? Hier, doch, da ist was. Tablet, gemischt, Müll und so weiter, ja. Warte mal. Gemischter Müll, 180 Tonnen. Warte mal, was ist das für einer? Zugverteilerbüro. Ach, der fährt das vom Verteilerbüro raus. Wir haben hier nicht einen direkten Zug, der hier fährt. Wo ist denn der? Er holt... Was machst du denn hier unten? Gemischter. Hast du gerade getankt oder wie ist das hier gerade? Die kann er ja gar nicht, ne? Ach, er ist hier. Ach, er ist hier. Da hat er Müll geholt. Und wo fährst du das hin, bitte? Gemischte Restmüllgeschichte, okay. Dann brauchen wir das hier erstmal gar nicht mehr rausholen, ne? Der braucht keinen Zug rausfahren, den Müll wegfahren. Richtig? Richtig. Was haben wir denn jetzt hier? Warte, ich mache nochmal auf Pause, ich muss mal kurz sortieren. Gemischte Restmüllgeschichte, so. Beladen, entladen, beladen. Machen wir mal 70, 80%. So, wenn er bei 80% ist, dann sollen die da hinfahren, das abholen. So, hier genauso. 40, 50%, sagen wir mal. Greifarm hast du nicht gesehen, das ist beladen. Das machen wir genauso. 50% soll drin bleiben, also sollen da sein. Dann machen wir das. Vorher nicht. Das ist großartig. Was ist das hier für einer? Das ist unser Mann, der ständig Asche fährt. Ja, pass mal auf, den fahr mal hier zurück. Du brauchst da nicht rumstehen. Gell? Also Müll kriegen wir doch weg. Das läuft. Wir produzieren auch massig Stahl, sehe ich gerade. Warum haben wir denn so viel Stahl hier? Jungs, was ist denn hier los? Was ist hier denn drin? Aluminiumschrott liegt da ein bisschen drin, aber das ist nicht so dolle. Wo haben wir denn jetzt unseren Plastikmüll? Das ist hier, ne? 98,5 Tonnen Plastikmüll. Das ist aber noch nicht das Dicke. Das hier ist schon cool, ne? Dass wir so viel Stahl hier drin haben. Wer ist denn hier eigentlich Verteilerbau? Was machst du denn hier? Pass mal auf.
Verteilerbau. Warum, warte mal, warum fährst du eigentlich noch zur Grenze und holst mechanische Bauteile? Bist du wahnsinnig? Bauplattenstahl ist damit Stahl geholt. Baulager, Ziegel, Bretter. Was haben wir hier? Stahl, Ebri, auf Stahl. Freilager groß. Beladen mit Stahl. Entladen. Wo ist das denn? Ach, das ist hier vorne. So. Werkdorf, Lagerhaus ist oben. Talbach-Werkstatt klein, die wird natürlich mit Werkstatt, ist Leuten wurscht. Beladen mit Stahl, das ist hier. Talblick-Werkstatt ist entladen, Stahl ist klar. Da bin Ziegel geholt, da bin Platt geholt. Warte mal, was haben wir denn an Grenze gehabt? Da haben wir noch Stahl drin gehabt, ne? Beladen mit. Die haben nicht gehabt, um Gottes Willen. Warum holst du die mechanischen Teile noch da? Die haben wir doch selber. Sie haben wir die gar nicht mit drin hier, also mal. Beladen. Gucken wir hier, warte mal. Kies, Stahl. Stahl. Beladen, Stahl. Haben wir gar nicht mit drin. Wo ist denn der Verein? Das ist hier vorne gleich, ne? Weil die können den Kram ja theoretisch von hier hinten holen, ne? Hier ist doch was da. Da liegt doch ein bisschen was rum. Das nehmen wir mal raus, ja? Und sagen neue Verbindung hier hin. Wuppi. Und zwar. Da. Beladen. Mit dem Kram. So. Entladen haben wir denn nicht, ne? Ne, entladen gar nicht. Gut. Jetzt müssen wir mal sehen, dass wir haben da so viel, extrem viel Stahl drin. Das müsste ja mal verkauft werden, ne? Der Kram. Sonst haben wir früher oder später das Problem, dass das Ding hier voll ist. Und dann wohin damit? Oh, warte, Problem haben wir noch mehr. Das ist voll. Das nicht. Benzinbau. Long Description Office. Verteiler. Baubenzin hast du nicht gesehen. Was ist hier? Ist denn Zoff fährt hier gerade was? Nee, vom Zoff fährt er gar nicht. Aber die können nicht. Wir müssen mal Bitumen fahren. Wegbringen hier. Und zwar er hier. Und zwar beladen mit Bitumen. Dann mal hopp. Fahr mal los. Bitumen muss ja weg. Sonst haben wir echt gleich ein kleines Problem. Oder ist schon ein Problem. Die arbeiten nicht weiter. Wir können nicht lagern, exportieren Bitumen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Mach was, mach was. Ja, wir versuchen. So, was noch auf den Stahl, den wir hier haben. Der müsste mal weggeguckt werden, ne? Den können wir auch ruhig von mir aus verkaufen. Jetzt haben wir leider keinen. Jetzt haben wir leider kein Baubüro hier in dem Verteiler hier, ne? Da ist einer. Ah, die ganzen Kipper da drin, die nerven mich, ne? Was machst du denn hier? Vektorverteiler. Die machen, ach, die fahren die Klamotten, Lebensmittel und Alkohol sozusagen in die obere Stadt rein. Talblick, da oben. Das ist gut so. Den können wir auch ruhig mal sagen. Wisst ihr was, wenn ihr sowieso da seid, könnt ihr doch mit ein bisschen Stahl fahren. Wir werden immer ein Fahrzeug einkaufen, und zwar mit für schwere Dollars. Dollars? Und zwar offene Lagerfläche. Was haben wir denn hier? 30 Tonnen Stahl geht darauf. Ja, ich nehme da mal den da. Dann nehmen wir mal zwei Stück von. Ne? Und dann sagen wir da mal, wir nehmen das mal mit. Ich mache auf Pause kurz. Und zwar den da und dann von mir aus an die Grenze ran. Und zwar die da. So. Suppi, entladen, Stahl. Wo ist denn das? Da. Entladen, Stahl, beladen, mit Stahl. Und Prozentsatz sagen wir 10%, ne? Dann ist, ne? Schicht. Ich glaube, so machen wir es. So. Hallo Tor 7, schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen. Moin, moin. Den hier, den schnappen wir uns mal kurz. Hey, mein Kumpel. So. So, den haben wir. Dann sag ich mal, die Folge ist schon wieder durch. Leider, leider Gottes, sozusagen. Dann sag ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.